Was geht, Leute? Hamburger Youngsters hier und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Skill or No Skill. Ja, meine Freunde, die letzte Folge haben wir beendet, damit dass wir Zarate gekauft haben. 4-Sterne-Skill, 4-Sterne-Weakfoot, es geht auf jeden Fall voran mit dem Team. Leider hat unsere Chemie darunter ein bisschen gelitten, aber es geht hier hauptsächlich darum, erstmal ein paar Skills zu sammeln. Und ja, fangen wir an mit der ersten Partie, würde ich sagen. Yay! Yeah. Oh, oh. So schnell geht das, da ist der Gegner Kinners und es ist Bordeaux SC. Mal schauen, was sein Team so sagt. Oh, Skeet. Oh, come on, der nimmt nicht an. Was ist los bei ihm? Was schluss mit dir? Schlusche. 65er Bewertung. Wer ist das von Valencia? Wir brauchen was anderes als Stürmer. Wenn wir gewinnen, kriegen wir Sinclair. Und wenn wir verlieren, kriegen wir Haggers. Ja, für uns geht es jetzt hier um Sinclair. Nicht den Bob Sinclair, nicht den Musiker, sondern den Fußballspieler mit 4 Sterne, dem linken Flügel. Oder im Fall, oh, voll so an die Backes Boots. Voll in die Fresse rein. Zarate hat sich gleich verletzt, wie auch immer er es gemacht hat. Lukaku spielt hier auf Zarate. Zarate kann Karate. Fliegen auf Lukaku, Lukaku auf Zarate. Hacke zu Hacke. Foul meiner Meinung nach. So, Zarate jetzt. Spielt auf Lukaku. Ist durch. Lukaku, oh mein Mach Gott. Mach den wieder nicht rein. Lukaku, du kleine Sau. Und Sinclair, der hat viel Pace. Der stratzt einfach davon. Kann aber den Ball nicht abschließen und fällt dann hin wie eine traurige Traube. Lukaku auf Zarate. Der setzt den Berberspin perfekt an und kann durchziehen. Er schießt. Nein, viel zu lange gebraucht. Und der Ball ist aber dann wieder bei Zarate. Ja, er sollte einen Rainbow Flick machen. Ja, Nummer. Hat er aber nicht gemacht. Nee, Lukaku hier an den Ball mit der Schussfinte. Metzelt einfach mal drauf. Oh! Metzel, Schwätzel. Penis, Hetzel. Oh, Lukaku, Beast Move, Scorpion Kick, selber Passfeier. Und oh mein Gott, eine lange Flanke, die kommt an. Oh, die wäre auch so angekommen, aber Bremen dann hier einen wunderschönen Nackenpass auf Castellana. Kastanien. Okay. Er hat den Ball hier, macht eine Flanke. Er steht da bereit zum. Nicht Kopfball, aber hat den Ball noch. Es ist Zarate, der 4-Sterne mit dem Berberspin. Der ist tödlich beim Gegner, Ballrolle zu Skulpturen. Und dann macht er den Hacke-Zwacke nicht. Es ist ein wildes Raubi. Und jetzt Roulette. Oi. Ist der Ball mit dem Schuss finden Stil. Stil. Er macht den Hack. Oh, Elva. Das gibt Elva in den Mega. Anna, genau. Wie kleine bissige Kampfhunde in der Bronx. Oh yeah. Okay, ihr dürft auch gucken, wo ich hinschieße, okay? Ausnahmsweise. Er trifft jetzt nicht. Wie ihr macht dann in die Richtung, wo ich schieße. Bitte nicht! Unter die Latte. Buff, der Torwart fällt um. Der war zu doll von Lukaku. Er macht ein Herzchen so. Falling in love. Seht ihr den Nippel? Er ist aggressiv. Rettet mich. Tötet ihn. Er wird zerstört. Hört. Jetzt kommt Vargas. Oh, die Flanke, das Ding kommt. Fallrückzieher. Oh, doch nicht. Hätte er aber abgezogen, wäre Fallrückzieher automatisch gekommen. Also übermutig sind wir, meine Freunde. Wir sind heiße Latino-Italiener. Was gar keinen Sinn ergibt, aber. Mal wieder. Wie immer heißt er nicht mal wieder. So, und jetzt kann er schön mit. Oh, mit dem Backheel. Und dann passt er. Denkt jemand, naja, denk wohl, so spielst du mit. Spielst du mit, Junge? Pass ich dir selber. Oh, ich merke, der Gegner hat eine Magenverstimmung. Aufgrund seiner vaginalen Verkrampfung ist es wirklich nicht mehr zum Aushalten. Ja, deswegen macht er so viele Fehler wie diesen hier. Aber kann noch gerade die kleine Schniepelbohne aufhalten. Oh, ein Riesenfehler! Und das ist das 1:2. Die sind zu viel gedeutet gerade. Ich wollte ihn eigentlich lang nach vorne schlagen, aber. Da wollte er den Hobos-Bos-Pass ins eigene Tor machen. Er tippelt sich hier durch, Fagger spielt. Oh mein Gott, das ist fast dieselbe Situation wie davor. Die Blutgerätsche alle ins Afterhole, ey, so knapp.
Ja, wie sieht's zur Halbzeit aus? Schüsse aufs Tor relativ, also eindeutig eigentlich. Ich würde sagen, verdiente Führung. Joa. Abseits. Der Kommentator gönnt sich ein Glas Whisky wie in der Folge. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazzotti, Ratze, Putz und nimm Bulle rum. Das letzte hat irgendwie gar nicht dazu gepasst. Ja, das ist aus dem Lied. Das war mir bewusst. Ich glaube nicht, dass du so. Oh. Oh mein Gott. Ein Verteidiger auf weiter Reise in den Strafraum und weiß nicht, was man da mit dem Ball machen soll. Ist ja auch klar, er ist ein Verteidiger. Er sollte Spinner Rudy machen. Nein. Nein. Oh, er kommt ran, ist das geil. Castellana, die Flanke auf Zarate und den Kopfball kann er nicht machen. Er hätte Karate-Kick machen müssen. Er heißt ja nicht umsonst so. Bruce Lee-Kick. Bang! Ins Gesicht. Oh, und da wird Lukaku gestellt. Geschickt. Und er kommt. Und es macht Boom, wenn ich dich sehe. Es macht Boom. Endlich hat er sich mal so durchgesetzt, wie wir das sehen wollen. Und der Gegner. Attack. Eins, zwei oder doch nicht. Ich dachte, er gibt auf. Okay. So wollen wir das von Lukaku sehen. Das ist der Bullet, der den Urin in den Augenhöhlen des Gegners verdrückt. Guckt euch das nochmal an hier. Eigentlich langsam, aber er ist nicht aufzuhalten. So, nicht der Beast. Lukaku. Tut, tut. Wenn das Spiel so weiter seinen Lauf nimmt. Oh, schön auf Zarate. Der schließt ab und macht jetzt 4:1. Jetzt können wir anfangen zu skillen, meine lieben Freunde. Wahrscheinlich auch sicher das Ding hier nochmal schön abgeschlossen. Puff. Da sehen wir mal, was für ein Antritt dann auch. Und mit links eiskalt, da waren die 4 Sterne Weakfoot, zeigen sich dann da eindeutig. Ja, dieser komische, ne? Hacke zu Pike so ein bisschen. Oh, unser Gegner unfähig. Sie haben wie so ein Geist und ein Gespenstergeist. Oh, sie, hast du gesehen? Die haben Liebe gemacht, Alter. Sie haben Liebe gemacht. Missionarsterdung. Hier ist Sexualkunde und so. Haben wir noch nie gesehen. Nein. Ja, super geil, super geil. Jo, wir haben 4:1 gewonnen. Ziemlich geil. Wir kriegen jetzt Sinclair. Hat 4 Sterne. Wir versuchen, ihn im linken Mittelfeld zu bekommen, ne? Weil wir haben ja keine Aufstellung, wo wir einen LF gebrauchen können. Richtig. Hoffen so, dass wir dann irgendwie die Verbindung dann zu Lukaku herstellen und dann wieder ein bisschen was für die Chemie tun. Ja, und die brauchen wir nämlich. Ja, aber wir zerstören auch Chemie, wenn wir das der Ducasse rausnehmen. Ne? Aber egal, wir holen jetzt erstmal Sinclair und dann sehen wir uns gleich. Oh, Maestro. Ja, holen wir uns den. Snacks FC. Snacks, Snacks. Mit Manchester City. Ob bitte nicht, es wird regnen. Ja, sieht ein bisschen danach aus, ne? No. Aber wenn man ein Mercedes-Logo ist, heißt vielleicht hat er ja Geld. Und da er ja Geld hat. Oder jetzt einfach gezogen. 73er Bewertung. Oh. Remy, Defoe. Walcott. Walcott. Aber Remy hat 4 Sterne. Walcott auch. Ja. Und Defoe glaube ich sogar auch. Nee, Defoe hat 3. Auf jeden Fall, Walcott hat auf jeden Fall 4. Also Remy oder Walcott müssen wir mal gucken. Wenn wir gewinnen, kriegen wir Remy und wenn wir verlieren, kriegen wir den Rechtsverteidiger. Und ich zerstöre hier den Gegner die ganze Zeit, während Maurice das gar nicht sieht. Ich habe ihn voll hochgenommen. Ja, kam mir eh nichts bei raus. Jetzt kommt hier Lukaku. Schöner Pass in die Lücke von Mulligan. Der flankt nochmal rein. Sweaty, eine Milliarde. Brennan! Brennan! Oh, sexy Leute. Alter, die ballern sich da alle gegenseitig um. Da kommt Mulligan. In die Milz, Alter. Ah, und jetzt kommt der Gegenangriff. Hallo, ich wusste das. Warum rennt er nicht? Alter, Jesus. Ja, jetzt kannst du natürlich... Ja, die Pace, nur der, Alter. In die Mitte. Hallo, ich durfte nicht wechseln. Jesus. Defoe. Ich durfte nicht wechseln. Oh. Zur Ecke gelenkt. Schöne kurze Ecke direkt auf uns und jetzt kann der Konter kommen mit Zarate. Zarate legt wunderbar auf Lukaku und jetzt muss Sinclair hier durch die Mitte starten. Sinclair, der ist auch schnell. Der hat viel Platz. Er läuft, er läuft. Er macht den Berberspin. Er macht den Hacke zu Hacke. Und jetzt, er schießt. Ah. Scheiße, Alter.
gleich raus auf Panda-Bär. Panda-Bär. Muss hinten am zweiten Pfosten. Startet Lukaku, doch Brennan spielt nochmal auf Dao Costiana. Der legt ihn sich zurück mit der Hacke, aber keine Chance. Oh, da versucht er einen Rainbow Flick und es klappt nicht. Bitter. Oh, Lukaku wird wunderschön in die Lücke geschickt. Jetzt wieder Dao Castellana. Der sieht Zarate. Und der Torwart kommt raus und nimmt ihn locker auf. Der Meisterschreiber hier. Der Kommentator. Ich blende die ganze Zeit ein, wie du schreibst, die ganzen runter guckst. Jedes Mal so die Ecke. Oh, da kommt der Kopfball. Doch. Bei Cora ist auf der Hut und unser Verteidiger verletzt. Oh, schöner Pass hier auf Zarate. Zarate kann er den Verteidiger stehen lassen. Er lässt ihn stehen. Jetzt muss der Chop kommen. Oh, das ist eine Grätsche von hinten. Er zeigt doch Vorteil noch an und dann entscheidet er sich doch um und sagt, das ist kein Elfmeter. Wurde doch bestochen. Los, Lukaku. Lukaku, sei es bei dir. Schnitzelkatzenmäßig durch die Lücke. Oh, schönes Ding auf Lukaku hier. Aber der läuft direkt zum Verteidiger. Holt sich den Ball dann aber wieder. Und jetzt in der Mitte. Da muss eine flache Flanke reinkommen. Oder der Mini-Zwerg macht das Kopfballtor. Es ist doch unglaublich. 1-0. Bam, buff. Dam, di, dam, di, daddli, dam. Der Kleine, das war Kampfgewicht Bernard Ersatz. Oh, was für ein Cruncher von Remy. Aber ein Tor hat er. Das war gar nicht Remy. Das war Defoe, glaube ich. William Defoe! Kennst du das? Von How I Met Your Mother? Ja. William Defoe! Schöne Flanke jetzt hier auf Lukaku, Seifert hier oder Wolli oder. Und er macht's nicht. Aber Zarate macht da. Und jetzt, was ist und jetzt, das? Was ist das? Und die Lupfer und jetzt kommt nochmal Lukaku, aber er kommt nicht an. Jesus, was war das, Alter? Penetration. Der Torwart ist wie so ein Pinguin hinterhergekommen. Ich hatte zu wenig Platz zum Skillen oder so. Der Pedo-Pinguin. So, Sinclair hier. Einfach an allem vorbei. Der Torwart fällt um gegen das Langkreuz. Es ist doch unglaublich. Unglaublich. Jesus, Alter. Piss mich nicht an. Der ist drin. Oh, gegen Pfosten hier. Gleich Aluminium auf der Kehrseite quasi. Lukaku kriegt den Ball. Auf Zarate. Der auf dem Mulligan. Der schickt Lukaku. Er sieht das wunderbar. Lukaku auf Dao Castellana. Dao Castellana setzt sich durch. Muss jetzt Lukaku am zweiten Pfosten sehen. Kopfball. Oh mein Gott. In die Arme des Torwarts. Kann doch nicht sein. Das Ding hat nichts gewonnen. Jetzt ist der Boss am Berg. Bin ich ja mal gespannt. Sinclair hat jetzt den Ball. Wartet. William Running Walker weiß aber, er kann es nicht. Deswegen klappt es nicht. Jetzt der Rainbow oder auch nicht. Das Tibbling. Der Roulette kommt dran vorbei. Kommt, setzt sich durch. Kann abschließen. Und wer steht da zum Abstauben? Nicht Lukaku. Irgendwie schafft das, den Ball nicht unterzubringen im Netz. So, unser Verteidiger spielt zu Metianier oder so. Und der auf Sinclair wieder. Sinclair hat 4 Sterne. Macht den Barber Spin. Macht den Rainbow Flick. Und vielleicht ein Seilfallzieher. Nein, Lukaku steht da auch einfach nur angewurzelt. Und frisst seine Paprika Chips da von Funny Frisch oder so. Oder wie es heißt. Scheißegal. Chips Frisch von Funny Frisch. Ja, irgendwie sowas. Der Gegner hat Albertazzi! Albertazzi! Er albert rum hier mit uns. Das ist ein echt ein Undercover-Test. So, schöne Roulette hier von Sinclair. Hochgenommen like so. Dann kann er sich hier mit einem Trick nicht durchsetzen, aber fast. Albertazzi, er läuft! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für eine Riesenflanke. Die landet sogar bei Remy. Bei Remy. Nee, Marginalknecht. Wenn ich Remy höre, muss ich an Remy Gaillard denken. Oh, was für ein schöner Pass. Der Torwart. Er will 1-on-1 machen mit Atzenkalle und Co. Aber er hat leider. Die Fans rasten aus. Sie werfen Bengalos auf das Spielfeld. Nein, okay, Lukaku. Er kommt noch vorbei. Er kann sich noch durchsetzen. Tippelt er sich mit einem Reverse Step. Oh Gott. Vorbei und ja. Was so. Naja. Was soll man sagen? Er macht einen Pass nach vorne. Lauf einfach nach vorne. So. Zarate mit dem Rainbow. Oh mein Gott. Jetzt ein Longspritzer vielleicht, der irgendwie so über 50 Meter fliegt. Nee, leider noch nicht. Der Tor ist wieder drin, Ja, aber machen wir die Flanke auf Sinclair. Sinclair? Sinclair. Slichlor. So, Beverspin, warm vorbei, der Gegner, no chance. Und ja. Irgendwie. Vergiss dann abzuschließen. Oh, auf Lukaku durchgepiekst, der hat einen Wumms. Ist der Linksfuß? Weiß ich nicht, aber der hat einen Wumms.
Dann würde ich wieder nach vorne passen. Er schießt so oft auf den. Mach Hacke zu Haki oder Rainbow oder so und ja, oh mein Gott, und. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, legt er sich zurecht auf den Boden, ey. Dann macht er schon den Rainbow am Torwart vorbei. Hat freie Schussbahn, erwischt ihn nicht. Und in der 69. Minute passiert das Unglück und er trifft das Tor nicht. Er macht wieder vorne Lauf! Oh. Freut, dass er nicht draus lernt, ne, der Hurensohn. Ja, Barkley ist am Ball, Barkley ist viel replayer. Lukaku spielt auf Sinclair mit den Schlitzklingen. So, bam, ein Werbespin, dass er immer wieder drauf reinfällt. Roulette verstehe ich zwar nicht, aber wird schon seine Richtigkeit haben. Oh yeah, das war Grätsche mit Grätsche-Pass. Oh, er kommt vorbei, Flank zurück, da macht er einen Fallrückzieher. Oh, das war bitter, aber leider sogar ehrlich geklungen. Oh, jetzt kann es heftig werden. Oh mein Gott. Lukaku ist komplett durch. Keiner kann mehr haben. Vielleicht ist ja ein Hacke zu Hacke drin am Torwart vorbei. Nein, er macht es ganz sicher und manscht ihn wirklich direkt in den Winkel. Einmal erstmal ganz entspannt das 2-0 machen. Wir wollen natürlich Walcott haben. Er hat ein höheres Rating als Remy und dementsprechend wird dann unser Team mit eingeladen, weil er dieselbe Skill-Sternanzahl hat und der Gegner, ich weiß nicht, ob er jetzt aufgibt oder was er auf jeden Fall macht. Ja, es scheint so, als wenn der Gegner rausgegangen ist. Das heißt, wir dürfen uns jetzt belohnen mit Walcott. Ja, wunderbar, oder? Er hat nämlich nur 3 Sterne und so, ja, Remy hat nämlich 4. Und deswegen würde ich sagen, holen wir uns Remy. Ja, stimmt, okay. Auch wenn das leider auch wieder ein... Ach nee, es war FIFA 13. Scheiße. Ja, wir holen uns Remy, werden dann Lukaku durch Remy ersetzen, denke ich mal. Damit wir. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, holen wir ihn jetzt einmal kurz und dann sprechen wir uns gleich nochmal. Oh, Alter. Das kann was werden, du. Das kann was werden. Ich glaube, es kommt langsam mal 5-Sterne-Skiller. So, ja, wie ihr gesehen habt, wir haben uns nicht Walcott geholt, weil Walcott hat nämlich nur 3 Sterne, nicht wie bei FIFA 13 4 Sterne. Jo. Deswegen ist es Remy geworden, bin ich auch völlig zufrieden mit. Hat eigentlich immer ganz guten Schuss, ordentlich Pace, Skills. Alles, was das Herz begehrt. Ja. Lukaku muss dafür auf die Bank weichen. Ja, und das war's dann ja auch von dieser Folge. Jo, und 1000 Likes wären super geil. Super geil. Und ihr ja. Seid super geil, super geil. Also Daumen nach oben. Wie immer könnt ihr, was ihr zu verbessern habt oder so, einfach in die Kommentare schreiben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und Hamburg Youngsters Kevin und Maurice sind raus und ciao.